Hast du null Plan bei der Nullstellenberechnung in Mathe? Kein Problem, ich erkläre dir die Lösungsmethode Satz vom Nullprodukt, kurz SVN. Willst du Nullstellen berechnen und ein Polynom verwalten? Setze f von x 0, um eine Gleichung zu erhalten. Ist in allen Summanden ein x enthalten, kannst du x ausklammern und SVN entfalten. Steht das x von als Faktor allein da, dann ist x 1 gleich 0, erster Eintrag. Der Lösungsmenge als Teilmenge reeller Zahlen. Verwenden Verfahren, wollen mehr erfahren, mach weiter. Denn auch der Inhalt der Klammer muss 0 sein. Will dir die passende Methode übe Fulltime. Nutze Formeln wie PQ und ABC. Was du jetzt brauchst ist Zeit und nicht ohne MAPD. Keine Lösung übersehen ist das deine. Doch die Lösungsanzahl, die ich erreiche, ist nicht unendlich wie die 8 auf der Seite. Denn die Anzahl kann den Grad des Polynoms nicht übersteigen. Die Gleichung lautet 0 ist A mal B. Und ich frage mich, für welche Zahlenpaare kann das gehen? Kein Problem, denn SVN dribbelt, das ist Rehm. Entweder ist das A gleich 0 oder das B. Die Gleichung lautet 0 ist A mal B. Und ich frage mich, für welche Zahlenpaare kann das gehen? Kein Problem, denn SVN dribbelt, das ist Rehm. Entweder ist das A gleich 0 oder das B. Was auch passiert, Beat und Bass eskaliert. Wenn ich mit SVN komme, dann wird faktorisiert. Jede meine Klammern ist ein Faktor, kapiert. Setze jeden davon 0, nur das interessiert. Löse dann jede Klammer nach X auf. Bitte lass auch Abo da, weil ich die Klicks brauch. Back to the roots, du sollst was lernen über Nullstellenberechnung, dabei helf ich dir gern. Nullstellen im Schaubild erkennen ist nicht hart. Sie sind die Schnittstellen zwischen X-Achse und Graph. Und wenn mal das Schaubild nur die Achse berührt, dann heißt die Nullstelle doppelt, so mein Gespür. Dieser Berührpunkt hat auch Vorteile. Die Funktionswerte ändern dort nicht ihr Vorzeichen. Schreib es auf als Ergebnissicherung. Lerne meine Lyrics und dein Abi läuft rund. Die Gleichung lautet 0 ist A mal B und ich frage mich, für welche Zahlenpaare kann das gehen? Kein Problem, denn SVN dribbelt, das ist Rehm. Entweder ist das A gleich 0 oder das B. Die Gleichung lautet 0 ist A mal B und ich frage mich, für welche Zahlenpaare kann das gehen? Kein Problem, denn SVN dribbelt, das ist Rehm. Entweder ist das A gleich 0 oder das B. Die Gleichung lautet 0 ist A mal B und ich frage mich, für welche Zahlenpaare kann das gehen? Kein Problem, denn SVN dribbelt, das ist Rehm. Entweder ist das A gleich 0 oder das B. Die Gleichung lautet 0 ist A mal B und ich frage mich, für welche Zahlenpaare kann das gehen? Kein Problem, denn SVN dribbelt, das ist Rehm. Entweder ist das A gleich 0 oder das B. Satz vom Nullprodukt.